Energiequelle ist ein mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Seit über 19 Jahren besteht unser Kerngeschäft aus der Planung, dem Bau und Betrieb von Windenergieanlagen. Wir gestalten aktiv die Energiewende mit. Die Energiequelle hat viele Projekte gemacht, wenn es darum geht, Windpark zu bauen. Aber diese Moorvernässung ist sozusagen einzigartig. In Abstimmung mit der lokalen Bevölkerung, der Gemeinde und der Genehmigungsbehörde haben wir eine Wiedervernässung von trockengelegten Moorflächen als Ausgleichsmaßnahme für den Bau des Windparks Klingenberg geplant. Alle Moorflächen zusammen haben eine Gesamtgröße von ca. 12 Hektar. Die Flächen befinden sich im Privatbesitz. Das heißt, wir brauchten die Zustimmung von mehr als 80 Eigentümern für die Vernässung ihrer Flächen. Auf vorab festgelegten Flächen werden Dämme aus einem Torf-Lehm-Sand-Gemisch mit einer Gesamtlänge von ca. 2 Kilometern gebaut. Sie sorgen dafür, dass das Niederschlagswasser aufgestaut wird und nur kontrolliert abfließen kann. Nach ungefähr 2 bis 3 Jahren müsste die geplante Einstauhöhe erreicht werden. Durch diese kontinuierliche und dauerhafte Vernässung des Gebiets können die Flächen wieder zu Mooren werden. Dass Sie für den Vororttermin Zeit haben. Am Montag soll es losgehen, praktisch mit den Umbauarbeiten, wirklich der Wiedervernässung. Wir sollten diese Gelegenheit einfach nochmal nutzen. Ich habe einige Karten mit. Ich werde halt kurz erzählen, was wir vorhaben, wo die Dammtrassen geplant sind, Idee des Ganzen und dann auch konkret zur Bauausführung und dann natürlich Einwände, Fragen, Sachen nochmal besprechen, bevor es dann wirklich losgeht. Wir probieren mit dem Landkreis, mit der Gemeinde zusammen dieses Projekt umzusetzen. Das ist einzigartig. Das haben wir so noch nicht gemacht. Jede Baumaßnahme, wenn sie mit Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild verbunden ist, dann ist das auszugleichen. Und das ist eben eine der Ausgleichsmaßnahmen, die hier läuft. Durch das biologische Monitoring über 12 Jahre kann der Erfolg dieser Ausgleichsmaßnahme kontrolliert werden. Wir sind natürlich auf die Gemeinde angewiesen. Auf der anderen Seite findet die Gemeinde sehr, sehr löblich oder sehr gut, dass wir diese komplexe Maßnahme sozusagen in Angriff nehmen. Energiequelle das angefasst hat überhaupt, so ein großes zusammenhängendes Gebiet auch zu bekommen, das ist sehr positiv, weil das haben wir selten. Meistens sind die Maßnahmen irgendwie da und dort und hier und da mal was zusammenzukriegen, das ist schon eine ziemliche Leistung eigentlich. Wie
Wiedervernässung heißt noch einmal, also zunächst gab es also schon ein nasses Gebiet, nämlich ein Moorgebiet. Und dann ist dieses Gebiet entwässert worden, weil man den Torf gewinnen wollte oder die landwirtschaftliche Folgenutzung haben wollte. Und dazu hat man dann die Gräben wieder zugemacht, um das zu haben, was vorher einmal war, nämlich ein intaktes Hochmoor. Das heißt, wir bauen Dämme und diese Dämme sorgen dafür, dass das Wasser, das Regenwasser nicht ablaufen kann. Insgesamt gibt es 3 Querdämme und diese Querdämme, die unterteilen sozusagen dieses ganze Vernässungsgebiet in 4 unterschiedliche Polder. Viele Leute gehen hier auch spazieren und da kann das auch ein kleiner Baustein sein, dass man eben mal reinguckt und guckt, aha, da ist was gelaufen, da hat sich was Neues entwickelt und das sich dann eben auch mal anzugucken. Wir haben die Flora und Fauna der Moore nur noch in ganz wenigen Teilen, weil wir eben nur noch wenige Restmoore haben und das, was an Pflanzen und Tieren in den Mooren kommt, ist was ganz Besonderes. Das sind richtige Spezialisten. Die Pflanzen haben wir sonst an keiner Stelle. Und wenn wir wieder vernässen, dann kommen diese Pflanzen auch im größeren Umfang wieder vor. Und wir haben auch Vögel oder überhaupt Tiere in diesen Gebieten, die sonst woanders nicht vorkommen. Moore sind nicht nur Lebensräume für sehr spezialisierte Pflanzen und Tiere, sondern tragen auch zum Klimaschutz bei. Unter ungestörten Bedingungen sind Moore kontinuierliche und dauerhafte Kohlenstoffspeicher. Der Boden eines Moores besteht aus Torf, also aus abgestorbenen und nicht zersetzten Pflanzenteilen. Bei einer Entwässerung des Moores dringt Sauerstoff in den Torfkörper ein, sodass die abgestorbenen Pflanzenteile zersetzt werden. Bei diesem Zersetzungsprozess wird der vorher in den Pflanzen gebundene Kohlenstoff als gasförmiges und klimaschädigendes Kohlendioxid, also CO2, freigesetzt. Durch die Wiedervernässung kann der Ausstoß an CO2 gestoppt und unter idealen Bedingungen dann auch wieder Kohlenstoff langfristig gebunden werden. Das ist auch sehr aufwendig, das haben wir auch gesehen. Und auch sehr viel Kunst dabei erstmal durch diese Dämme, Dammgeschichten. Aber hoffentlich gelingt es und wir werden dann wieder was Besonderes haben. Also das wird schon zu einer Aufwertung kommen. Selbst wenn es nicht sofort ein intaktes Hochmoor wird, werden es Vernässungsbereiche sein, wo sich Pflanzen und Tiere zurückziehen können und wo es einen beruhigteren Bereich gibt und für den Naturschutz was Besseres als vorher wird. Insofern ist diese Aufwertung für alle Flächeninhaber gut. Warum? Es treibt also die Pachtpreise für Land nicht hoch. Es gibt auch keinen Streit, dass eine sagt, das hätte ich sonst oder sonst der andere. Diese Fläche hat man nicht genutzt. Steht ein bisschen Holz drin, aber man sieht ja, wenn man reingeht, ist so nass, kannst du nicht mehr rausfahren. Von daher war das eine sehr gute Idee, das eigentlich so zu gestalten. Gemeinde und Landkreis, also wir arbeiten, finde ich, sehr gut zusammen oder ich kann mit denen gut zusammenarbeiten in meinem Gebiet. Und hier bei der Wiedervernässung bedurfte es einer ganz großen Abstimmung. Also wir saßen oft zusammen und haben Telefonkonferenzen auch gehabt, wie man einfach diese Maßnahme gut plant, was das Ziel des Ganzen ist. Und das klappt sehr gut. Ich kannte von Anfang an diese Planung und wir haben die dann da, wo was umzustellen ist, ein bisschen umgestellt. Aber ich habe sie immer begleitet und das haben wir sehr gut hingekriegt. Ich hatte mit dem Unternehmen keine Schwierigkeiten und wir haben immer sachlich zusammengearbeitet. Das heißt, wenn irgendwo der Schuh drückt, Telefonat, herkommen, machen, was können wir machen, wie können wir es machen. Und das ist auch mal was Bewundernswertes.